Hallo und willkommen. Hier ist Dami Schaff. Ich möchte gerne heute ein bisschen Ihnen erzählen über die Arbeit mit Schocktrauma und wie man die so gestalten kann als Therapeut, als Therapeutin, dass sie für mich selber und auch für meine Klienten nicht traumatisierend ist und überhaupt wenig anstrengend ist. Viele Klienten, aber auch Therapeuten verbinden immer noch mit Traumaarbeit einen Prozess, der unglaublich anstrengend ist, der emotional aufwühlend ist. Und das muss heute nicht sein. Und gerade die körperorientierten Methoden, zu denen auch die somatische emotionale Integration gehört, gerade die sind vollkommen davon weg, praktisch emotional zu arbeiten. Das hat wirklich den Vorteil, dass es für die Klienten wenig aufwühlend ist, wenig anstrengend und mit der Zeit, das ist zumindest meine Erfahrung, sogar zu einer Ressource wird für die Klienten, weil sie sich eigentlich danach wesentlich besser fühlen als vorher. Und die ersten Schritte sind natürlich selbstverständlich immer eine Stabilisierung. Darunter verstehen nun total viele Schulen unterschiedliche Ansätze. Für mich ist eigentlich am wichtigsten zu sehen, ob meine Klienten sich selbst fühlen können und mit ihren Gefühlen und mir im Kontakt assoziiert bleiben können. Vorher will ich eigentlich keine Traumaarbeit machen, obwohl auch die Entscheidung manchmal ein bisschen tricky ist, weil manchmal liegt ein Trauma, vor allem ein Schocktrauma, wie so ein Deckel auf der Persönlichkeit von Menschen. Und ich komme überhaupt nicht an andere Themen heran, bevor ich diesen Deckel sozusagen nicht gelüftet habe. Das bedeutet, dass ich bei der Arbeit merke oder dass Sie bei der Arbeit merken, wenn Sie mit dem Klienten unterwegs sind, dass Sie, egal welches Thema Sie anschneiden, immer wieder in Kreisen an einem Thema landen oder das Gefühl haben, gefühlsmäßig landen Sie immer wieder bei demselben Thema. Dann ist es sozusagen wichtig, irgendwie eine Entscheidung zu treffen, ob es tatsächlich auch, wenn der Klient nicht vollständig stabilisiert ist, sinnvoll ist, erst einmal Ansätze von Traumaarbeit zu machen, um überhaupt an den Rest der Persönlichkeit heranzukommen, um damit arbeiten zu können und dann eben auch eine andere Stabilität zu erreichen. Ja, das ist sozusagen das Erste. Aber meistens möchte ich sehen, ob eben mein Klient, meine Klientin mit sich assoziiert bleiben kann, auch bei Themen, die emotionaler sind und vor allem, ob sie eben ihren Körper fühlen. Und mit Körper fühlen meine ich nicht, dass sie fühlen können, dass hinten die Stuhllehne ist, das ist eine häufige Antwort, oder dass die Füße auf dem Boden stehen, sondern ich meine damit eine interne Wahrnehmung, die sogenannte Interozeption, dass ich fühlen kann, wie jetzt zum Beispiel mein Rücken sich anfühlt, wie sich meine Wirbelsäule anfühlt, wie meine Beine sich anfühlen, wo Spannungsmuster sind und so weiter und so fort. Also, dass ich wirklich einen Zugriff habe auf die Empfindungen, die in meinem Körper momentan sind. Und das ist wichtig für die körperorientierte Traumaarbeit, weil wir, damit wir nicht die Emotionen in das Ereignis bekommen, praktisch alle Erfahrungskanäle reduzieren, bis wir nur noch bei den Empfindungen sind. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass jede Erfahrung auf verschiedenen Kanälen wahrgenommen wird. Also wenn ich zum Beispiel jetzt hier sitze, dann habe ich ein kognitives Bild und Gedanken und Interpretationen von der Situation. Ich rieche meine Umgebung, ich sehe das Licht, ich nehme Körperempfindungen wahr, ich habe Gefühle in der Situation und ich nehme wahr, wie ich mich bewege. Und das alles sind praktisch Wahrnehmungskanäle, aus denen sich auch in der Erinnerung wieder ein Ereignis zusammensetzt. Und diese Zusammensetzung, je mehr
Kanäle ich erinnere, desto intensiver wird eine Erinnerung. Und das bedeutet eben, dass sie eigentlich immer, wenn sie an Schocktrauma kommen, merken, dass die Erfahrung, die Erinnerung in irgendeiner Weise fragmentiert ist. Das heißt, jemand erinnert sich nur an die Gedanken, die er oder sie hatte, oder nur an die überwältigenden Gefühle oder an bestimmte Gerüche. Und das macht das System praktisch, um mich zu schützen vor dem zu viel, was jedes Schocktrauma darstellt. Ein Schocktrauma ist per se immer überwältigend und ich erkenne ein Trauma ganz häufig bei meinen Klienten daran, auch wenn sie das selber gar nicht so sagen oder benennen, dass sie es nicht erzählen können ohne emotionale Überschwemmtheit oder ohne sich abzuschneiden emotional und die Stimme wird flach und bleibt immer auf demselben Level und uns als Therapeuten wird schlecht. Aber die Klienten sind davon völlig eben dissoziiert. Und damit das eben bei der Bearbeitung nicht passiert, nehmen wir sozusagen so viele Kanäle wie möglich raus, um dann mit dem Körper zu arbeiten, mit den Körperempfindungen vor allem, damit die Fragmentierung eben nicht weiter fortschreitet, sondern dann darüber erstmal das System sich regulieren kann und hinterher kann man langsam wieder die restlichen Kanäle dazunehmen, bis die Erfahrung wieder komplett assoziiert ist. Das ist so der Überblick. Und das Erste, eben, was ich schaue, ist eben, wie gut jemand reguliert ist. Und meiner Erfahrung nach liegt fast unter jedem Schocktrauma oder bei jedem traumatisierten Menschen liegt eine Störung der Selbstregulation zugrunde. Und die wiederum entsteht in den ersten 3 Lebensjahren. Das behandle ich nochmal extra in einem Video. Das ist das Thema der Entwicklungstrauma-Ausbildung. Entschuldigung. Und weil, wenn Sie sich erinnern, aus dem ersten Video, da haben Sie das Window of Tolerance und haben praktisch die Spitzen, die darüber hinweg gehen. Das ist praktisch das Schocktrauma. Bei der Arbeit mit Selbstregulation will ich das Fenster weiten. Und damit fallen dann zum Teil traumatische Ereignisse wieder in das Fenster und sind nicht mehr traumatisch. Wenn ich mit Schocktrauma arbeite oder eine Schocktraumaarbeit mache, will ich die Spitzen abarbeiten, so dass sie auch wieder innerhalb des Fensters liegen. Dann eben ist der zweite Schritt, der wichtig ist für viele Klienten, ist die Orientierung wieder zu reetablieren. Und die Orientierung fällt für viele von uns in dem Moment weg, wo wir eben Angst bekommen und starr werden. Dann tunnelt man ein, der Blick wird eng und sieht nicht mehr, wie viele Möglichkeiten es einfach noch gibt, was man noch tun könnte. Sie können das sehen, zum Beispiel, wenn Sie Straße lang gehen und es knallt irgendwo oder Sie sitzen mit Leuten am Tisch und irgendwo gibt es ein überraschendes Geräusch, dann werden Sie Leute am Tisch sehen, die einfach nur das machen und mit den Augen nach rechts und links gehen. Aber der Körper sich nicht bewegt. Das ist ein Hinweis darauf, dass der Orientierungsreflex eingefroren ist und nicht mehr zur Verfügung steht. Und natürlich wollen wir wieder Menschen die Möglichkeit geben, sich frei im Raum zu orientieren, weil nur dann landen wir wieder im Hier und Jetzt. Also es ist ein wichtiger Schritt. Manchmal, vielleicht, wenn Sie nächstes Mal Klienten haben, beobachten Sie mal, wie die in den Raum kommen, wie sehr die sich fixieren auf Sie und unter Umständen den Rest komplett ausblenden. Das heißt, sie sind wenig orientiert und es geht weniger darum, mit uns als Therapeuten in Kontakt zu kommen, sondern uns als Therapeuten zu kontrollieren. So, ich hatte mal eine Klientin, die hat das überhaupt nicht gemacht, sich zu orientieren. Und irgendwann habe ich sie nach einer halben Stunde gefragt, ob sie mal kurz die Augen zumachen könnte und mir sagen könnte, was ich trage an Kleidung.
Sie konnte nichts sagen, obwohl sie eine halbe Stunde mit mir gesprochen hatte. Also so stark kann das sein. Und das heißt eben aber auch, dass Menschen dann eigentlich mehr in der Vergangenheit verortet sind als im Hier und Jetzt. Und ja, der Orientierungsreflex soll also wieder zur Verfügung stehen, damit die ganze Wahlbreite des Lebens wieder gesehen werden kann. Ein weiterer Punkt in der Vorbereitung mit der Arbeit sind immer Grenzen wiederherzustellen, weil jedes Trauma bedeutet immer ein Brechen von meinen Grenzen. So nicht nur also mit den Raumgrenzen, aber zum Teil natürlich auch die Körpergrenzen, die nicht beachtet werden. Und ich sage immer, kein Mensch kann wirklich in seinen Körper zurückkommen, wenn er den Raum Körper und den Raum darum herum nicht als sicher erachtet. Weil wieso soll ich ein Haus beziehen, was jeder betreten kann? Da werde ich mich vorhüten, weil es für mich immer eine Retraumatisierung bedeutet. Also bleibe ich gar nicht mit diesem Körper verbunden, weil ich das nur damit assoziiere, dass jemand mir zu nahe kommen kann. Das heißt, ich will diesen Raum wieder mit meinen Klienten sichern, wieder fühlen lassen und wirklich wieder ein Gefühl dafür geben, dass sie diesen Raum beherrschen. Bei Frauen, die soziale Traumata erlitten haben, also wo andere Menschen sie traumatisieren, empfehle ich immer einen Selbstverteidigungskurs, ganz, ganz sinnvoll, um wirklich dieses Gefühl zu haben, um dem Stammhirn die Information zu geben, ich kann mich heute wehren. Ja, eben was ich schon am Anfang gesagt hatte, Trauma ist fast immer mit dem Verlust von Körperwahrnehmung verbunden, weil ich in dem Augenblick eben dissoziiert bin und meinen Körper ein Stück zurückgelassen habe, um die Empfindung, um die Gefühle nicht fühlen zu müssen, weil sie mich überwältigt haben. Das heißt, ein großer Teil der Vorbereitung ist eben auch Körperempfindungen zu üben. Was daran eben ganz, ganz wichtig ist, ist, dass wir, wenn wir bei Körperempfindungen sind, selbst mit Gefühlen wie Panik umgehen können, weil Panik als Gefühl wird mich sehr schnell außer mir sein lassen. Wenn ich die Panik in den Körper zurückführe, können Menschen damit umgehen, weil es eine ganz andere Ebene ist, die eben nicht emotional aufreibend ist. Ja, dann geht es natürlich bei der körperorientierten Arbeiten geht es darum, die festgehaltene Überlebensenergie wieder in das System und in den Körper praktisch oder über den Körper zu entlassen. Wie macht man das? Das heißt, man geht sowohl über Empfindungen als auch über ganz, ganz langsame Bewegungen, möchte man den Kampf- und den Fluchtreflex wieder im Körper aktivieren, der damals praktisch überschrieben, überrollt worden ist und die Reflexe im Körper festgehalten worden sind. Das ist eine ganz langsame Arbeit, die wirklich ohne Emotionen abläuft und dadurch für die Klienten eben sehr gut zu verkraften sind. Der Körper fängt dann an abzureagieren, wenn der Mensch das zulassen kann. Das ist der Punkt, der oft eben auch Zeit braucht. Und dann sieht man meistens ein Zittern oder ein Schwitzen oder alle möglichen Bewegungen, die durch den Körper gehen. Man kann es aber auch durch willkürliche Bewegungen machen, wenn Menschen so viel Kontrolle an ihren Körper nicht abgeben können. Und als nächsten Punkt kommt dann natürlich die Integration. Und ganz häufig hat man schon am Ende der Trauma-Exposition hat man praktisch die ersten Gefühle. Die meisten oder die häufigsten Gefühle sind einfach Trauer um das, was gewesen ist, um das, was nicht hat sein können durch das Trauma, um Abschied zu nehmen von dem, was da war und hätte sein können. Und Trauer ist einfach ein ganz, ganz wichtiges Gefühl, damit was Neues beginnen kann. Im allerletzten Schritt
können wir dann gucken, ohne die Klienten zu brüskieren, was sie eigentlich auch daraus mitgenommen haben. Also wir beleuchten den Bereich des Traumatic Growth, des traumatischen Wachstums, um zu sehen und auch für die Klienten fühlbar zu machen, im Körper fühlbar zu machen, was sie für eine Stärke auch entwickelt haben, wo sie heute stehen und vieles mehr. Genauso wie Glaubenssätze, also jedes Trauma bringt mindestens 10 Glaubenssätze mit sich, die dann eben auch überprüft werden müssen und angeschaut werden können, ob die noch sinnvoll sind und auch wieder über den Körper wahrnehmbar zu machen, was heute ist. Ja, ich hoffe, ich konnte Ihnen ein bisschen näher bringen, was somatisch-emotionale Integration ist in der Schocktraumaarbeit, und ich hoffe, Sie dann wiederzusehen bei dem Vortrag über Entwicklungstrauma.